So, heute zu Eva. Ich habe einmal dieses Blush hier. Das ist die Farbe Rush Rush. Und es ist ein sehr, sehr knalliges Blush. Und es hat eine ganz trockene Textur, dennoch eine sehr starke Farbabgabe. Ich werde es aussortieren tatsächlich, obwohl es mein einziges Zoeva Blush ist. Aber die Farbe ist mir einfach zu knallig. Ich mag sowas als Blush nicht mehr tragen, deswegen wird es aussortiert. Dann habe ich zwei Liquid Lipsticks aus dieser Pure, wie heißen die noch, Pure Velour Lip Reihe. Also die matten Farben. Es gibt davon ja auch glänzende. Und zwar habe ich da die Farbtöne Pale Plethora. Und ich sage euch gleich, die werde ich nicht aussortieren, weil die so schön sind und auch eine sehr, sehr schöne Qualität haben. Und die zweite Farbe nennt sich Faint of Heart. Ist ein bisschen dunkler, aber sind halt beides so sehr schöne Nude-Töne, die eben matt antrocknen und eine tolle Haltbarkeit haben. Die werde ich auf jeden Fall nicht weggeben. Bei der Palette bin ich am Überlegen. Das ist die Metallic Stones Palette. Meine erste Zoeva-Palette ist halt sehr, sehr groß und habe ich bisher super selten benutzt. Ich mache euch mal ein paar Beispiel-Swatches. Also es gibt so glitzernde Töne, schimmernde Töne, ein paar matte Farben, aber eben hauptsächlich schimmernd. Und man kann nicht sagen, dass sie schlecht pigmentiert ist, ne? Also aufgrund der Qualität könnte ich die auf jeden Fall nicht aussortieren. Ich probiere nochmal die zu behalten, weil ich jetzt eben meine Sammlung umstrukturiert habe und nach Marken mir die Schminkboxen packe und die Sachen eben nach Marken benutze. Könnte ich mir vorstellen, dass die eben öfter zum Einsatz kommt dadurch und ich werde sie nochmal auf Herz und Nieren testen. Dann habe ich die Basic Moment Palette. Die habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Die habe ich mir mal mitbestellt bei einer, ich glaube, Douglas-Bestellung. Die hat in der einen Reihe matte Farben und in der anderen Reihe schimmernde Farben. Ich mache euch einmal kurz ein Beispiel-Swatch. Auch sehr, sehr schön pigmentiert. So ein bisschen krümelig, gerade die matten Farben, ihr seht es, aber wenn man sich drauf einstellt, ist es eigentlich kein Problem. Und diese neuen Zoeva-Paletten finde ich einfach qualitativ sehr, sehr gut und die bleibt auf jeden Fall. Bei der Rodeo Bell Palette bin ich mir noch nicht so sicher. Das ist eine von den ersten vier Zoeva-Paletten und davon hatte ich mir zwei gekauft, unter anderem eben die. Ich finde die Farbzusammenstellung ein bisschen schwierig. Also die spricht mich jetzt nicht mehr so an, muss ich sagen. Ich mache euch auch da zwei Swatches. Keine Frage, die Qualität ist auch hier ganz, ganz toll und dieser Rotton sticht natürlich auch extrem hervor. Also das ist echt die, die mich am wenigsten anspricht, aber ich weiß nicht, ob ich mich davon trennen kann, weil das eben qualitativ gut ist und auch optisch sehr schön. Ich gebe ihr noch eine Chance. Ach, ich kann schlecht aussortieren. Die hier werde ich auf jeden Fall behalten. Die Cocoa Blend Palette, die ist so wunderschön. Oh, diese Farben sind einfach so toll. Also da spricht mich eben auch die Farbzusammenstellung total an und guckt euch bitte diesen Farbton an. Hallo, du darfst bleiben. Dazu passend habe ich die Caramel Melange Palette. Die finde ich, also die hat sehr warme Untertöne, aber auch hier finde ich die Farbzusammenstellung, also sie passt besser zusammen einfach. Es wirkt harmonischer und die habe ich noch nie getragen auf dem Auge. Die muss ich also auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Auch die hier bleibt auf jeden Fall, weil ich die sehr, sehr schön finde. Das ist die Rose Golden Palette. Wunder, wunderschöne Farben, kühle Töne, warme Töne, schimmernd und matt. Herrlich. Herrlich, sag ich nur. Also das ist eine Palette zusammen mit der Cocoa Blend. Also falls ihr von Zoeva mal eine Palette haben wollt, die kann ich euch sowas von empfehlen.
Dann habe ich hier die Sweet Glamour Palette. Die ist nochmal ganz anders. Also einmal von den Farben her natürlich. Die besteht aus matten und leicht schimmernden Farben. Ich habe die schon mal in einem Video getestet. Ja. Auch da bin ich hin und her gerissen. Die Pigmentierung ist okay. Die hat so, also die schimmernden Töne sind so sehr, sehr hell, aber trotzdem nicht schlecht. Und ja, es ist halt, es sind halt helle Farben, ne? Da kann man jetzt nicht so eine bombenkrasse Farbabgabe erwarten. Ich werde die nochmal ausprobieren. Also es wäre jetzt zu schade, die nach einmal testen wegzugeben, zumal die auch eben nicht günstig sind. Aber das ist auch so eine, die eher auf der Abschlussliste steht. Die hier finde ich farblich auch ganz toll, die Taupe Palette. Die hat eben eher so kühlere Farben, ist so eine Winterpalette eigentlich eher. Und die habe ich auch noch nicht auf dem Auge getragen. Da kam ich bisher noch nicht zu, aber ich finde die wunderschön. Die bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich noch die Naturally Yours, auch aus der ersten Palettenreihe. Die finde ich schöner als die Rodeo Belle Palette, weil die eben auch harmonischer ist. Die hat auch matte und schimmernde Farben und die werde ich auf jeden Fall auch behalten. Und meine beiden neuesten, die ich noch nicht ausgetestet habe, aber die auf jeden Fall bleiben werden, sind einmal die Opulence Palette, die so wunderhübsch ist. Also wirklich wahnsinnig tolle Farben und auch das Design ist super. Und die Café Palette, die finde ich auch sehr schön farblich. Eher halt so rosa, lila, grün ist auch was Besonderes, finde ich, in Kombination. Also die werden auf jeden Fall noch ausgetestet. Und als letztes Produkt habe ich noch diesen Kajalstift aus der Hypnotic Graphic Eyes oder Graphic Eyes Reihe. Die Farbe Hypnotic heißt die Farbe so. Ist so ein lila Ton. Und da ich von Zoeva sonst keinen Kajal habe, werde ich den einfach behalten und gerne ausprobieren. Und dann bleibt das Blush das einzige, was wegkommt, aufgrund dieser, ich weiß nicht, warum ich sie mir bestellt habe, knalligen Farbe.